Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح بسم الله الرحمن الرحيم
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیے وہ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے Doch wer dies nicht versteht und jeden Tag und jede Nacht darauf ausgesetzt ist und bestrebt ist, die Welt zu verdienen und dass er verschiedene Güter der Welt verdient, dieser Mensch hat nichts erreicht, außer dass er für einige Zeit auf der Welt war und Gott ihn irgendwann zurückgerufen hat. Jeder Mensch muss einen Schmerz spüren, damit er die Nähe Allahs erlangt und damit er den Wert Gottes schätzt. Wenn er aber diesen Schmerz im Herzen nicht spürt und nur Schmerz für die Welt und für alles Weltliche hat, dann wird er nur eine Frist in der Welt aussetzen, dort verbleiben und dann zurückkehren. Dann sagt der Verheißene Messias, es ist sehr bedauernswert, dass die meisten Menschen, die auf der Welt leben, ihren Sinn des Lebens nicht erkennen. Sie verlassen Allah und wenden sich der Welt zu und sie rennen hinter der Ehre und der Würde der Welt her und sie geben Gott nicht seinen Anteil und die meisten Menschen geben überhaupt nichts für Gott aus und sie sind nur Menschen der Welt und wissen überhaupt nicht, dass es einen Gott gibt. Das ist also die Bedeutung des Wortes Gottes, Gott hat die Menschen und die Djinn erschaffen, damit sie ihm dienen. Das heißt, die Nähe Gottes immer vor Augen zu führen, das ist die wahre Bedeutung des Gottesdienstes. Und der wahre Gottesdienst besteht darin, die Gebote Gottes immer vor seinen Augen zu haben und nur deshalb die Welt auch anstreben oder Geld verdienen, damit man Gott dienen kann. Und nicht damit man der Welt, die Welt für sich haben kann und die Leute betrügt, um größtmöglich Nutzen zu ziehen und den Allah und den Gott vergessen. Gottesdienst bedeutet nicht nur das rituelle Gebet zu verrichten, sondern die Gebote Allahs, alle Gebote Allahs. Wenn man diese Gebote Allahs nicht befolgt, dann bringt auch das rituelle Gebet nichts. Zum Beispiel, wenn der Mensch nicht die Wahrheit sagt, dann bringt ihm sein Gang zur Moschee und sein Gebet nichts. Er wird nicht zu den Bittenden gehören, wenn er die Wahrheit nicht sagt. Genauso, wenn er üble Nachrede hat oder wenn er in seinem Herzen Argwohn gegen Menschen und andere schlechten Sachen im Herzen hat, dann werden diese Dinge die Seele des Gebets wegfegen. Ein Mensch kann nur dann als Gottes Diener bezeichnet werden, wenn er in jeder Sache Gottes Wohlgefallen vor Augen führt und wenn ihm alles andere minderwertig erscheint vor Gott. Ich habe sehr oft darüber gesprochen, über dieses Thema. Ich möchte heute mit den Worten von Muslim erläutern, eine Freitagsansprache von Hans Muslim erläutern. In dieser hat er auch viele Beispiele genannt. Ich werde das kurz erwähnen. Also Muslim pflegte
viele Beispiele und Metaphern und Gleichnisse zu nennen, damit die Menschen das Thema verstehen und sich verwirklichen können. Bevor ich das weiterführe, möchte ich über die Stellung von Muslimos etwas sagen. In seinen eigenen Worten, damit die neue Jugend und damit auch die Kinder wissen und ihr Wissen erweitern können. Auf der Schura von 1936 sagte Muslimos ein Khilafat bedeutet, dass Allah den Kalifen bestimmt und ihn annimmt und akzeptiert. Aber das ist nicht ein Khilafat, das vergleichbar ist. Ich bin nicht, sagte Muslimos, Kalif, weil ich am zweiten Tag nach dem Tod von Khalif al-Masih gewählt worden bin von der Jamaat, sondern ich bin Kalif schon vor dem Khilafat von dem ersten Kalifen, weil der verheißene Messias durch die Offenbarung gesagt hat, du wirst der Kalif sein. Ich bin also ein verheißener Kalif. Ich bin zwar kein Prophet und Gesandter, aber meine Stimme ist die Stimme Gottes. Denn der Allah hat durch den verheißenen Messias meine Ankunft prophezeit. Das heißt, mein Khilafat ist zwischen Khilafat und Prophetentum. Es ist etwas dazwischen. Und die Jamaat sollte dies nicht vergessen und sich damit abfinden. Das ist absolute Wahrheit, dass ein verheißener Sohn, ein verheißener Khalif nicht alltäglich kommt, sondern das ist eine sehr spezielle Sache. Sein Wesen war also auch ein großer Beweis für die Wahrhaftigkeit des verheißenen Messias. Allah hatte ihn mit einer Weisheit und mit einer Gotteserkenntnis gesegnet durch die Prophezeiung des verheißenen Messias. Und dieses Wissen sollte man sich aneignen, man sollte seine Ansprachen lesen, die Jamaat sollte dies lesen und die Literatur gibt es nicht. In jeder Sprache, aber ich versuche diese Sachen zu bringen in meinem Kursar. Vor einiger Zeit hatte ich eine Rückfahrt gehalten. Und ich werde auch heute folgendes und zusammenfassend einige Sachen aus den Ansprachen von. Ich habe die Menschen und die Djinn nur erschaffen, damit sie mir dienen, damit sie meine Diener sind. Das bedeutet in den Worten von Muslim, das ist jeder hohes Urziel, für das der Mensch geboren worden ist. Doch große Philosophen und große gelehrte Menschen fragen, warum der Mensch geboren worden ist und ob denn dieser Sinn in Erfüllung gegangen ist. Ob es Allah geschafft hat, von den Menschen die Aufgabe zu nehmen, für die er sie geboren hat. Die fragen also, ob denn wahrhaftig der Mensch überhaupt versucht, diesem Sinn gerecht zu werden. Und ob der Mensch dadurch Fortschritte erlangt. Ob die Menschen dadurch Fortschritte haben, dass sie die Diener Gottes geworden sind. Daraufhin sagt also Muslim nein, dann fragen diese Philosophen, wenn warum hat er dann nicht sein Ziel erlangt und den Sinn, den die Menschen hatten, erfüllt? Die Antwort darauf lautet, dass die Gesandten Allahs deswegen kommen, um diese Antwort überhaupt zu geben. Das heißt, sie präsentieren eine Lehre, die diesen Sinn des Gottesdienstes völlig erfüllt. Und die Feinde sehen, dass die Ziele Gottes erfüllt werden durch die Gesandten. Denn die
Zeit, die Zeit des Gesandten ist vergleichbar mit dem Laylatul Qadr, mit der bestimmten Nacht. Das heißt, diese Nacht ist besser als 1000 Nächte. Und die Opfer, die in dieser Zeit erbracht werden, sind größer als die Opfer, die Hunderten und Tausenden von Jahren erbracht werden. Das ist der Rang von Gesandten. Also Muslim hat sich auch einige Befragungen über dieses Thema gehalten, 1936. Es geht um das Jahr 1936. Ich hatte in diesen Freitagsansprachen gesagt, warum der verheißene Messias al-Islam erschienen ist. Und wir müssen große Opfer erbringen, um diesen Sinn nachzukommen. Das ist aber nicht nur eine Sache, die auf diese frühen Jahre beschränkt ist, sondern auch heute ist das hochaktuell. Also Muslim hat gesagt, wir haben, was unsere Lehre angeht, sind wir der Welt sehr stark voraus. Doch was die Praxis angeht, müssen wir noch sehr viel tun. Denn die Feinde werden nicht glauben, solange wir nicht wahren Fortschritt, den man sehen kann, erlangt haben. Er sagt, Muslim Haus, ich gebe ein Beispiel über die Wahrhaftigkeit. Was ist die Wahrhaftigkeit im praktischen Sinne? Das ist eine Sache, die selbst der Feind spürt. Aufrichtig im Herzen zu sein und Glauben zu besitzen, das sind nicht Sachen, die die Feinde sehen können oder die Gegner sehen können. Aber diese Gegner können die Wahrheit sehen. Denn Wahrheit hat eine große Wirkung auf die Menschen. Also muss man das jetzt einfach nur sagen, auch damals und auch heute ist es so, auch heute bekomme ich Briefe von Menschen, dass die Menschen sagen, wir sind beeindruckt von der Wahrheit der Ahmadis. Und deswegen sind sie sehr wohl von der Jamaat angetan. Und die Menschen, die betrugen, dass wir die Feinde deswegen ihre Feinde nicht mögen, weil sie lügen, aber sie sind wahre Leute. Sie sind die Wahrheit. Die für ihr eigenes Wohl oder für ihren eigenen Nutzen, für ihr Geschäft lügen und Ahmadis sind. Sie schaden der ganzen Jamaat. Das ist nicht nur ihre private Sache, sondern sie schaden dem Ruf der Jamaat, indem sie die Wahrheit nicht sprechen. دعوے سے پہلے کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ خاندانی جائیداد کے متعلق ایک مقدمہ تھا اور جگہ بتائیں گے اس مکان کے چبوترے کے سامنے اس کے تھڑا بنا ہوا تسلیم دس فائس میں سے ایسا اسلام آنگے پھر ان کے دار دس دس این اب تو قادیان میں این ہوف ان نیم ہاؤس آپ وہ wo ja die Büros von Sadrin Juman Ahmadiyya waren. Auf diesem Boden, dieser Boden gehörte unserer Familie, sagte das Muslim Maud. Und die Eigentümer, die nebenan wohnten, hatten diesen Boden in Beschlag. Und so wie es die westliche Leute tun, haben sie den verheißten Messias angeklagt und lügnerische Aussagen haben sie dann auch im Gericht diesen Fall behandelt. Viele Zeugen, falsche Zeugen gerufen. Und die Leute, der Richter sagte, ruhig den jungen Bruder, also den verheißenen Messias, wenn ich werde das machen, was er sagt. Der verheißene Messias sagt, ja, ich sehe, wie Leute hier vorbeigehen. Und das ist ein öffentlicher Ort. Die Brüder von dem verheißenen Messias waren sehr erzürnt darüber, warum er das gesagt hat. Er sagte, warum soll ich lügen? Das ist die Wahrheit. Genauso gab es einen Fall, in dem man den Messias vorwarf, dass er in einem
Paket, einen Brief reingesteckt hat. Und das war damals ein Betrug. Galt als Betrug, dass man in einem Paket einen Brief reintut. Und das war strafbar. Der Weiß jetzt hatte uns in diesem Wissen einen Artikel mit reingetan in einem Paket. Über dieses Paket selbst. Und er dachte, dass das mit dazugehört. Er wollte nicht jemanden betrügen. Die Leute, die die Sachen hatten, klagten ihn an. Und führten ihn vor Gericht. Der Anwalt sagte dem Weißen Messias, sie sollen einfach sagen, dass sie das nicht getan haben, dass sie es nicht reingetan haben. Der Weiße Messias sagte, ich kann dies nicht tun. Ich weiß, dass ich dies reingetan habe, und ich kann nämlich widersprechen. Er ging ins Gericht und das Gericht fragte ihn, habt ihr einen solchen Artikel mit ins Paket reingetan? Der Weiße Messias antwortete, ja, ich habe das gemacht, aber nicht um jemanden zu betrügen, sondern ich dachte, dass dieser Brief Teil dieses Artikels ist. Das Gericht sagte, dieser Mensch sagt die Wahrheit, und wir können einen wahrhaftigen Menschen nicht bestrafen, der wurde freigesprochen. Wir haben ganz viele Fälle im Gericht, in denen der verheißene Messias immer die Wahrheit gesagt hat und mit Würde behandelt wurde, weil er immer die Wahrheit gesagt hat. Zum Beispiel gab es einen Fall, in dem er den Anwalt Sheikh Ali Sahib nicht nahm. Der Anwalt schrieb, ich bedauere es sehr, dass ich mich zum Anwalt gemacht habe. Nicht, weil ich etwas bekommen wollte, sondern deswegen, weil ich ihnen dienen wollte und weiß, dass sie immer die Wahrheit sagen. Deswegen wollte ich ihr Anwalt. Also auch die Feinde waren sehr beeindruckt von der Wahrheit des Weißen Messias. Und dieser Anwalt war auch in Ahmadi. Aber er war sehr beeindruckt davon, dass der Weiße Messias immer die Wahrheit sagt. Die Aufrichtigkeit, die er für den Weißen Messias fand, war sehr hoch, sehr groß wegen dieser Wahrheit. Jeder, der den Weißen Messias erkannt war, bezeugte, dass er ein wahrheitsliebender Mensch war. Und wie Darwin sagte ihn einmal, ein Hindu-Anwalt schrieb einen Brief und sagte, mein Sohn ist jetzt dein Anwalt. Ich möchte, dass er ihr Anwalt wird. Er war ein sehr angesehener Mensch und war auch oberster Richter. کچھ عرصہ رہنے کا اتفاق ہوا تھا اور وہ آپ کی سچائی دیکھ چکے تھے سچائی کہ dies weil in Sialkot mit dem Weißen Messias vielleicht noch eine Zeit verbracht hat und wusste, wie wahrheitsliebend der Weiße Messias war. Wahrheit ist also eine Sache, die nicht nur auf die eigenen Menschen großen Eindruck hinterlässt, sondern auch auf fremde Menschen. Der Weiße Messias sagt, Propheten kommen in der Welt, um Wahrheit zu etablieren. Und die Menschen sehen dies und sind sehr beeindruckt davon. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam in die Welt und hat nicht Waffen erfunden, hat nicht Geld erfunden und hat nicht große Maschinen der Welt erfunden. Was war es dann, dass der heilige Prophet der Welt gab und das beschützt werden sollte? Es war die Lehre der Wahrheit. Waren die unmoralischen Werte, die der heilige Prophet gebracht hat, die nicht mehr vorhanden waren. Er brachte diese, belebte diese wieder und gab diese der Welt. Und die Gefährten und ihre Kinder haben genau diese Mission weitergeführt, nämlich der Schutz dieser Werte und dieser Wahrheit. Als der heilige Prophet Muhammad die erste Offenbarung bekam, und aufgetragen wurde, der ganzen
Welt die Botschaft Allahs überbringen, war er sehr besorgt, wie er diese große Last, diese Bürde tragen sollte. In dieser In diesem Zustand kam er nach Hause zu unserer Khadija, und er war so aufgewühlt, dass ihm sehr kalt wurde. Und als er ins Haus kam, bat er Khadija darum, ihm ein Tuch zu geben, damit ein Gewand zu geben, damit er nicht friert. Khadija fragte, was denn los sei, als er ihr das sagte. Antwortete Khadija radhiyallahu anha, Khuda ki qasam aapko kabhi Khuda aapko ruswa nahi karega. Prophet Allah wird dich niemals im Stich lassen. Denn ihr habt diese hohen moralischen Werte in euch. Und ihr seid derjenige, der diese hohen Werte wieder in der Welt etabliert hat und der Menschheit diese Werte wiedergegeben hat. Wie kann Allah denn euch verlassen? Der Sinn der Ankunft der Propheten besteht also genau darin, und das ist auch, sind auch die Werte, die die gläubigen Menschen beschützen müssen. Aufgrund der Liebe der Gefährten, der Gesandten, finden die Gefährten eine große Gegenliebe. Doch es ist das Licht der Gesandten Allahs, welches der Sinn ihrer Ankunft ist, die Botschaft, die Allah der Welt übergeben möchte. Wenn die Gefolgschaft der Propheten ihr Leben dahin geben, um diese Lehre zu beschützen, dann ist es ein großer Beweis für Wahrheit. Die Gefährten taten alles, um den heiligen Propheten zu beschützen. Und wenn man die Ereignisse liest, dann bekommt man Gänsehaut. Wenn man ihre Liebe spürt, auch heute finden wir eine große Liebe zum heiligen Propheten Salat, wenn wir das lesen. In der Schlacht bei Uhud gab es den Zustand, dass der ein Gefährte, nur ein Gefährte neben dem heiligen Propheten stand. Die Feinde warfen mit Pfeilen und Steinen. Und dieser Gefährte stellte seine Hand vor dem Gesicht des heiligen Propheten, worauf seine Hand verkrüppelt wurde. Und später fragte einmal diesen Gefährten, was denn mit deiner Hand ist. Er antwortete, diese Hand hat so viele Pfeile aufgenommen, dass diese Hand nicht verarbeiten kann. Und der Mensch fragte ihn, hast du denn nicht vor lauter Schmerz einen Laut von dir gegeben? Der Gefährte antwortete, das Uff, der Laut wollte zwar raus, aber ich verbat es, diesen Laut rauszukommen, denn sonst würde meine Hand sich bewegen und irgendein Pfeil hätte das Gesicht des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam treffen können. Überlegt, wie groß das Opfer war und wie groß der Schmerz der Menschen ist, wenn ihnen nur ein kleines Nadelstich widerfährt. Und was dieser Gefährte gemacht hat. Während der Schlacht von Uhud gab es einige Gefährten, die zurückwichen und deswegen großer Schaden entstand. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu seinen Gefährten, schaut, wer denn Märtyrer geworden ist und wer verletzt ist. Einige Sahaba gingen raus und schauten. Wenn Sahabi sah, dass auf dem Sahabi in Medina, aus Medina verletzt dort lag, und im Sterben lag. Dieser Gefährte sagte,
Der Gefährte fragte ihn, diesen Sterbenden: Hast du eine letzte Botschaft für deine Freunde? Er antwortete: Ich habe darauf gewartet, dass du zu mir kommst. Du sollst meinen Freunden und meiner Familie sagen: Ihr sollt. Der heilige Prophet Muhammad ist ein wertvoller Schatz. Ihr sollt diesen Schatz beschützen, solange ihr lebt. Und wir haben diesen Schatz beschützt, solange wir leben. Und ich hoffe, jetzt, wenn ich sterbe, dass ihr diesen Schatz noch mehr beschützt als wir. Schaut, sagte Muhammad, denkt darüber nach. Er lag im Sterben und wusste, dass dies die letzte Chance war, um seinen Kindern und seiner Frau eine Botschaft zu geben. Welche Botschaft gab er dieser seiner Familie? Er sagte nichts über sein Hab und Gut, über seinen Boden, über seine weltlichen Belange. Er besorgte sich nicht um das Wohlergehen seiner Frau und seiner Kinder, sondern sagte nur: Ihr sollt den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beschützen. Ihr sollt, genauso wie ich, euer Leben dahin geben, um diesen Schutz zu gewährleisten. Und ich erwarte von euch, dass ihr noch mehr euch anstrengen werdet in diesem Schutz. Dass ihr euer Leben nicht davor scheuen werdet, euer Leben dahin zu geben. Für den Schutz des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Was alles haben sie denn geopfert für den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam? Sie gaben alles. Die Sahaba, die Gefährten, sagte, ich nenne ein Beispiel über den Tod des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Als die Gefährten dies hörten, dass der heilige Prophet gestorben war, konnten sie es nicht fassen. Und einige Sahaba dachten, dass dies keine richtige Nachricht sein kann. Er kann noch nicht sterben, denn es gibt viele, diese Gefährten sagen, es gibt noch viele Heuchler, die unter den Muslimen verweilen. Auch Umar dachte dies und stand auf mit seinem Schwert und sagte: Wer jetzt sagt, dass der heilige Prophet gestorben ist, ich werde ihn köpfen. Er ist zum Himmel vorgestiegen und wird nochmal zurückkommen. Und es darf keiner behaupten, dass er gestorben ist. Es war ein Zustand der Liebe, aber die Lehre, die der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam gebracht hatte, das war gegen diese Lehre. Denn im heiligen Koran heißt es: Wenn der heilige Prophet stirbt oder getötet wird, werdet ihr dann etwa zurückkehren, o Muslime? Abu Bakr radiallahu anhu kam, ging in das اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں نہیں لائے گا یعنی ایک تو ظاہری موت اور دوسرے یہ کہ آپ کی لائی ہوئی تعلیم گوٹ ویڈینا نیچ سوائے پھر آپ بار تشریف سوائے تھوڑن جہاں صحابہ جمع تھے سوائے مانشتیابن لازم رضی اللہ عنہ اور آپ لے کر بڑے جوش میں اعلان کر رہے ہیں یا ان راوس اور ان پر امپلاس بول عمر رضی اللہ عنہ مستان فوت ہو گئے ہیں اور دین شمیر hatte und sagte: Wer sagt, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam gestorben ist, ist ein Heuchler und ich werde ihn töten. Abu Bakr radiallahu sah dies, kam dort hin und sagte den Leuten, dass sie stimmte. Und er wandte sich zu Umar radiallahu anhu und sagte: Du sollst ruhig sein und lass mich reden. Daraufhin rezitierte er den Vers, dass Muhammad nur ein Mensch ist und wenn er stirbt,
oder getötet wird. Werdet ihr denn etwa, wo ihr Muslime, zurückkehren von eurem Glauben? Oder werdet ihr denken, dass euer Glaube falsch ist? Und daraufhin sagte er, o ihr Menschen, jeder von euch, der Allah gedient hat und Allah angebetet hat, der soll froh sein, dass Allah lebt und niemals sterben kann. Und jeder von euch, der Mohammed angebetet hat, der soll wissen, dass er gestorben ist, der heilige Prophet Mohammed. Hazrat Umar sagt, als ich diese Worte, diesen Vers von Hazrat Abu Bakr hörte, dachte ich, als ob der Himmel explodiert sei und ich fiel hin und wusste, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Tat gestorben war. Schaut also, wie stark die Liebe von Hazrat Abu Bakr zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam war. Doch als er davon erfuhr, konnte er nichts anderes. Er küsste ihn. Seine Augen waren voller Tränen. Aber auf der anderen Seite, schaut, wie groß seine Liebe zur Wahrheit war, zu der Wahrheit, die der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam war. Hazrat Umar r.a. hält ein Schwert in der Hand und sagt, ich werde jeden töten, der das sagt. Und viele Gefährten, die gleichgesinnt waren, und trotzdem sagte das Abu Bakr r.a. Wer das behauptet, der denkt, Muhammad sallallahu alaihi wasallam wäre Gott, aber Gott lebt und Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist gestorben. Und das ist die Wahrheit. Und das war die Wahrheitsliebe, die der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam gebracht hat. Denn die Gefährten, die mit diesen Schwertern dort standen, als sie diesen Vers hörten, wussten sie, dass das die Wahrheit ist. Die Liebe, die Hazrat Abu Bakr dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam spürte, war so groß. Einmal kurz vor dem Tod des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam hatte dieser eine Karawane vorgereist, die eine Mission hatte. Und nach dem Tod, als diese Karawane noch nicht unterwegs war, als Abu Bakr den Kalifen gewählt wurde, sagten die Gefährten ihm und rieten ihm, dass diese Karawane nicht rausgehen solle, weil von allen Himmelsrichtungen her der Feind droht. Und die Menschen sagen, wir werden die Zakat nicht mehr zahlen. Die Gefährten schickten Hazrat Umar direkt an Hazrat Abu Bakr mit dem Rat, dass man diese Karawane nicht hinschicken sollte, sonst wäre das gefährlich für die Muslime. Abu Bakr antwortete, habe ich etwa die Kraft, die Karawane zu unterbrechen, die der heilige Prophet vorbereitet hat? Ich schwöre bei Gott, auch wenn die Feinde in Medina eintreten und uns töten, ich werde diese Karawane schicken, die der heilige Prophet vorbereitet hat. Schauen Sie, wie groß die Liebe zu der Lehre und zum heiligen Propheten war. Er wusste die Herrlichkeit der Lehre des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam sehr groß. Menschen haben also die Lehre Gottes hochgehalten und kein wenig davor abgehalten, dies zu tun. Jeder, auch die Feinde, auch die Gegner, wissen und bezeugen, dass der heilige Koran nicht geändert wurde. Sie wissen, dass dies nicht passiert ist. Bis heute einige Wissenschaftler behaupten, der Koran wäre geändert worden, aber das ist nicht falsch.
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت dieser Zeit hat Allah den verheißenen Messias al-Islam geschickt, um die Liebe zum heiligen Propheten wieder lebendig werden zu lassen. Und die Lehre und das Gesetz des heiligen Propheten zu etablieren. Wir müssen diese Lehre genauso beschützen, wie die Sahaba dies taten. Wir müssen uns unterscheiden von anderen Völkern, damit man weiß, dass wir es sind, die diese Lehre beschützen. ایک جماعت ایسی موجود تھی مگر سوال یہ ہے کہ کیا آئندہ نسلوں میں بھی یہی جذبہ موجود ہے کیا کوئی عقل مند یہ پسند کر سکتا ہے کہ ایک چیز اسے سمجھ سکتے ہو کہ جو شخص وہ پسند کرے گا کہ وہ اس کے ورثاء کو نہ ملے لیکن اس کی ضرورت انہیں مل جائیں kann er etwa in Kauf nehmen, dass seine Kinder diese Lehre nicht mehr besitzen? Das menschliche Leben ist wie ein Spiel und es ist oberflächlich. Also musste man sagen, genauso wie im Fußball oder Cricket oder Hockey, möchte jemand, dass sein Boden, sein Haus, sein Hab und Gut jemand wegnimmt, Allah sagt, diese weltlichen Güter sind nichts anderes als Spiel und sie haben nichts mit dem Glauben zu tun. Im Vergleich zu dem Glauben sind sie wie ein Fußball oder wie ein Spiel. Ein Mensch möchte seinen Kindern Gutes geben und nur Dinge, die vergänglich sind. Doch wenn ein Kind lügt oder Diebstahl begeht oder andere Dinge macht, dann beschützen die Eltern seine Kinder, ihre Kinder. Sie beschützen ihn, anstatt zu lehren. Sie sind also selbst Verbrecher, wenn sie das tun. Sie haben ihre Kinder, ihren Kindern die wahre Botschaft, die wahre Lehre nicht gegeben. Und wenn sie das getan haben, wenn sie ihnen diese Lehre nicht gegeben haben, dann haben sie obendrein noch ihre Kinder, ihren Kindern Rückhalt geboten in ihren Verbrechen. Das ist ein fataler Fehler. Ihr sollt miteinander in guten Werken wetteifern. Und ihr sollt euch helfen in guten Dingen, aber nicht in schlechten Dingen. Das heißt, sie haben zwei Verbrechen getan. Zum einen haben sie ihren Kindern die Lehre nicht beigebracht. Sie haben sich und ihre Familie nicht vor der Ein des Feuers geschützt. Und zum zweiten, das zweite Verbrechen, das sie getan haben, ist, also ich habe auch gesagt, dies in Bezug auf einige Beschwerden, die kamen, und auch heute kommen solche Beschwerden. Also ich habe auch gesagt, und zweitens, das zweite Verbrechen, dass sie das Gebot Allahs missachten und schlechte Dinge verbreiten. Eine Art, die den Glauben der Welt vorzieht. Es gibt einige Menschen in dieser Jamaat, die ihre Kinder, die sich beibringen und sie sogar unterstützen in diesen Dingen. Das darf nicht passieren, dass man Ahmadiyyat, Glaube mit diesen Dingen verbindet. Die Eltern, die Verwandten, die Brüder, die Geschwister solcher Menschen wissen nicht, sehen nicht, wie ein Glaube etabliert werden kann mit diesen Dingen. Man muss immer sagen, schaut auf Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Einige Gefährten kamen zu ihm, um nach sich zu bitten, wegen eines Verbrechers. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete: Selbst wenn meine Tochter Fatma dies getan hätte, würde ich keine Nachsicht haben. Die Schatz, den wir durch den Geist des Messias bekommen haben, das sind die hohen moralischen Werte und es ist unsere Aufgabe, dass wir diesen Schatz beschützen.
اس سے علیحدہ ہو جائے. جس نے گلوبیگا مینش سوال اللہ تعالی نے so die Gläubigen sollen sich untereinander unterstützen in guten Dingen und nicht in schlechten Dingen. Man kann sagen, dass dies möglich ist. Gab einen Gefährten des verheißten Messias al-Islam, also Muslim al-Islam. Dieser war ein sehr aufsichtiger Mensch. Der verheißene Messias al-Islam nannte ihn einer seiner 12 Jünger. Also Muslim al-Islam sagt auch vor mir, als der verheißene Messias diesen Namen nannte, nannte er auch den Namen dieses Gefährten. Einmal hat dieser Gefährte, der Sohn dieses Gefährten, tötete einen anderen Menschen, aber die Menschen waren für den Sohn dieses Gefährten, doch der verheißene Messias al-Islam, weil aus irgendwelchen Gründen waren die Menschen sympathisiert Sohn, aber weil es zu einem Kampf kam und er angegriffen wurde und sich wehrte und deswegen aus Versehen oder aus Gegenwehr اگر میں ان کے لڑکے کو سزا دوں گا تو میرے انصاف کی دھوم مچ جائے گی. پولیس کام بلایا اور پوچھا اور دیکھتے ہیں wenn ich den Sohn von diesem großen Menschen میں تو وہاں موجود لیکن سنا ہے کہ کیا ہے اس نے کہا کہ اس نے بولا ان کے بس پرابلم ہے. فرگتے سین فادر stimmt es dass es passiert ist antwortete بلا کر پوچھا کہ تم نے اس چھوڑ دی ہے damit er sagen kann, was passiert ist. Der Sohn kam und er wurde gefragt, ob er dies getan hat. Er sagte, ja, er hat das getan. Dann sagte sein Vater, dann sollst du vor dem Gericht die Wahrheit sagen. Die Menschen sagten, nein, du sollst dies nicht tun. Doch der Vater antwortete, dass die Strafe in dieser Welt ist nicht so groß wie die Strafe im Jenseits. Deswegen sollst du die Wahrheit sagen. Dieser Sohn gab zu, was er getan hatte, und der Magistrat kannte ihn aus dem Cricket-Spiel und er wusste, was passiert war. Und wenn der Magistrat weiß, was passiert ist, dann entscheidet er. Er ging zu den Polizisten und sagte, dass dies deswegen passiert ist und deswegen der Sohn befreit werden soll und nur wegen der Wahrheitsliebe erfahren wir diese Strafe nicht. Genauso sagt der Muslim al-Raziyat daran hoch, ein ähnlicher Fall ist mit dem Bruder von Chaudhry Saifullah Khan passiert. Er schrieb seinem Bruder Chaudhry Saifullah Khan, du sollst, wenn du etwas Falsches getan hast, sollst du einfach die Wahrheit sagen, denn die Strafe dieser Welt ist nicht so groß wie die Strafe im Jenseits. Deswegen sollst du diese Strafe auf dich nehmen, aber die Wahrheit sagen. Und er tat dies. Und sagte der Muslim al-Raziyat al-Anhu, als ein Mensch, der die Ahmadiyyat akzeptierte, davon erfuhr, dass Bestechung nicht erlaubt ist und sich bestochen lassen hatte. Er ging zu den Menschen, gab ihnen alles Geld wieder zurück, obwohl er sehr arm wurde. Aber weil das die Lehre war, gab er ihnen das Geld zurück. Das sind die Vorbilder der Gefährten. Wir sollten uns aber nicht zufrieden damit geben, sondern die ganze Jamaat muss so sein, sagte der Muslim al-Raziyat. Dann sagt er, ich möchte meinen Freunden, meine Freunde darauf aufmerksam machen, sie sollen den Schatz beschützen, der ihnen gegeben worden ist. Der verheißene Messias al-Islam ist nicht gekommen, um uns weltliche Güter zu geben. Er hat uns nicht Boden gegeben, er hat uns nicht Luxus gegeben, sondern er hat uns die Wahrheit gegeben. Doch wenn diese Wahrheit verloren geht, dann haben wir nichts. Und wir würden diese Segnung, selbst uns dieser Segnung berauben, die Allah Ta'ala uns nach 300 Jahren gegeben hat. Der verheißene Messias al-Islam gab uns den Islam, gab uns hohe moralische Werte, gab uns ein Vorbild,
wie wir leben sollen. Dann nennt er einen Martin Clark, der im Gericht sagte, dass der verheißene Messias einen Menschen beauftragt hätte, um ihn töten zu lassen. Auch die Muslime schlossen sich ihm an in dieser Propaganda. Und Maulvi Muhammad Hussein Badawi kam sogar, um zu bezeugen, er kam als Zeuge. Der Allah Dalla hatte dem verheißenen Messias Islam offenbart, was passieren würde. Und Allah würde diesen Maulvi entwürdigen, obwohl das dem verheißenen Messias Islam gezeigt worden war. Dass dies passieren würde, tat er alles, um als man den Heiligen Messias glaubte, als man den Heiligen Messias riet, eine Frage im Gericht zu stellen, die diesen Maulvi entschuldigen würde, sagte der Heilige Messias, er würde das nicht tun. Doch der Heilige Messias sagte, nein, ich kann nicht erlauben, dass Sie eine solche entwürdigende Frage stellen sollten, eine persönliche Frage an Maulvi Sahib stellen sollten, womit er seine Ehre verlieren würde. Der Anwalt war kein Ahmadi, aber fragte der Muslim Maulvi Islam, warum er das nicht machen soll. War ein großer Anwalt, der das machen wollte und er kannte sich auch mit der Religion gut aus. Aber immer, er war ein großer Gelehrter der Hanafi, aber immer sagte er, dass der verheißene Messias Islam ein wahrheitsliebender Mensch ist. Auch wenn er seinen Lehren nicht folgt, habe ich gesehen, sagt er, dass wir es mit dieser Zeit nicht aufnehmen können, weil er solche hohen moralischen Werte besitzt. Kein anderer. Und kein Maulvi kann ihm gleich sein. Dann sagt er, jener Gott, der gesagt hatte, dass er Maulvi Muhammad Hussein entschuldigen würde, dieser Gott zeigte die hohen moralischen Werte des Weißen Messias Al-Islam. Und der Richter entschied für den Weißen Messias, sobald er ihn sah, gab ihm einen Stuhl, dass der Weiße Messias sich dorthin setzen solle. Als Maulvi Muhammad Hussein kam und dachte, dass der Weiße Messias in Handschellen dort stehen würde und sah, dass er aber einen Stuhl bekommen hatte von dem Richter, sagte Maulvi Muhammad Hussein, ich möchte auch einen Stuhl haben. Und das Gericht sagte, Sie bekommen keinen Stuhl, bleiben Sie stehen. Er sagte, ich möchte einen Stuhl haben. Wie sieht der Richter mit scharfen Worten zurecht? Das waren die hohen moralischen Werte des Weißen Messias Al-Islam. Doch wie viele von unserer Jamaat sind es, die, wenn sie wütend sind und ihre Wut unter Kontrolle haben? Schaut auf den Verheißenen Messias Al-Islam, wenn man seine Feinde sehen wollte. Die Menschen unter uns sind so schnell wütend werden, dass sie vor Schläge nicht zurückschrecken. Unsere Jamaat sollte diese hohen Werte annehmen. Zweitens sollten sie sich fernhalten vor Übel, so wie der verheißene Messias und wie der heilige Prophet dies tat. Man sieht, dass ein gläubiger Mensch, so wie der verheißene Messias al-Islam, einer ist, der für keinen etwas Falsches wünscht. Der verheißene Messias al-Islam weigerte sich, Lekram zurück zu grüßen, weil er den heiligen Propheten beleidigt hatte. Doch auf der anderen Seite wollte er auch nicht jemanden entwürdigen. Also Muslim sagt,
Jemand, der seinen Kindern nicht gute Werte, hohe moralische Werte beibringt, er ist ein Feind, weil er feindselig ist zu der Jamaat, wenn er den Kindern dies nicht beibringt. Also Muslim Maud sagt, dass ich das sehr oft gesagt habe und Ansprachen getan habe und auch heute sagte, so tue ich dies. Doch kurz nach den Ansprachen sehen wir, dass diese Wirkung nicht mehr da ist. Also Muslim Maud sagt, dass es eine Box gibt und es gibt ein Spiel, das nennt sich Jack in the Box. Und das ist wie ein Spielzeug, welches rauskommt, wenn man den Deckel öffnet. Und dann muss der Maud sagen, es gibt Menschen, denen man, wenn man ihnen etwas sagt, dann bringt es etwas, aber wenn die Zeit vergeht, dann vergessen sie das wieder. So muss der Maud sagen, niemand hat die Möglichkeit, dass er 24 Stunden lang redet. Jeder Gläubige soll versuchen, zu einem wahren Gläubigen zu werden. Er muss einen wahren Glauben entwickeln. Man sollte es nicht nur sich anhören, sondern dies auch in seinem Leben implementieren. Das ist der Fortschritt, das Geheimnis des Fortschritts der Jamaat. Also Muslim sagt, es ist also notwendig, dass die Jamaat weiß, warum der verheißene Messias gekommen ist. Und dass es eine große Verantwortung der Jamaat ist. Der Mensch darf niemals die Lehre des Weißen Messias der Islam verlassen. Jesus al-Islam hat einmal gesagt, auch wenn ihr ein Korn des Glaubens in eurem Herzen besitzt, dann sollt ihr dann könnt ihr die Berge versetzen lassen. Das ist also der Stand des gläubigen Menschen. Also Muslim auch sagt, sie sollen alle sich und ihre Kinder reformieren. Sie sollen sich vor Diebstahl, Lüge, Argwohn, üble Nachrede fernhalten. Und jeder soll wissen, dass sie eine hohe moralische Stellung haben. Dass es 1300 Jahre gedauert hat, bis der Weiße Messias gekommen ist. Wenn ihr das schätzt, dann werden euren Nachkommen euch damit, dass ihr das gemacht habt. Ihr sollt diese Lehre euren Kindern weitergeben. Sie sollen es ihren Kindern weitergeben, damit es tausende von Jahren lang in uns lebt. Und solange wir in der Welt sind, die Menschen diese Lehre annehmen und euch Gebete schenken. Das ist eine große Verantwortung, die euch auferlegt worden ist. Möge Allah uns die Kraft geben, diese große Verantwortung gerecht zu werden. Und die Verantwortung, die unsere Älteren gemacht haben, dass wir dies auch tun. Und wir haben es versprochen, dass wir dies tun werden, möge Allah uns dazu die Kraft geben, damit diese Lehre in unseren Generationen voranschreitet. Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'uzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
رسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.